Nein, kannst du nicht. Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Da sind noch andere. Ich kann sie euch zeigen. Bitte, bitte. Hallo meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie man schon im Intro gesehen hat, Baldur's Gate, der Klassiker unter den Rollenspielen. Aber bevor es damit losgeht, habe ich mir gedacht, da es schon eine ganze Weile her ist, dass ich mal wieder eine Ankündigung oder ein Newsvideo gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, anstatt wieder sowas Monotones zu machen mit irgendeinem Standbild und so lang zu labern und da die News auch nicht so lang sind dieses Mal, baue ich das hier in die erste Folge mit ein. Also ich werde natürlich für diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, einen Knopf zum Überspringen machen hier oben. Ja, genau hier. Dankeschön. und werde halt auf die Stelle verlinken, wo es dann mit dem Spiel selber losgeht. Aber jetzt kurz zu den News. Mein Kanal läuft ja jetzt schon über ein Jahr, eineinhalb sogar eigentlich. Im März 2013 habe ich damit angefangen und hat sich bis jetzt relativ okay entwickelt. Also Abozahlen sind noch relativ niedrig, muss ich zugeben, aber Aufrufe gerade von bestimmten Projekten sind doch schon etwas höher. Zum Beispiel, was gerade ja läuft, ist Legend of Grimrock. Und da bin ich froh drüber, dass da wenigstens einige Aufrufe am Tag oder sogar in der Woche eintrudeln. Andere Projekte haben nicht mal halb so viele Aufrufe, wie Grimrock jetzt schon hat. Und das Let's Play läuft erst gerade mal seit 2 Wochen. Ja, also wie gesagt, mit Grimrock, Legend of Grimrock 2 wird es jetzt erst einmal weitergehen, bis ich es durch habe, und dann werden 2 neue Projekte gleichzeitig laufen. Wie ich bereits in Grimrock angekündigt habe, habe ich nicht mehr so viel Freizeit fürs Aufnehmen, deswegen mache ich das hauptsächlich an den Wochenenden. Aber ich werde gucken, dass ich 2 Projekte gleichzeitig laufen lasse, dann gibt es halt pro Projekt nur noch eine Folge am Tag, nicht so wie bei Grimrock jetzt 2. Und zwar das eine Projekt, was ich ja schon seit einer Weile versprochen habe, was aber wegen Grimrock hinten angestellt wurde, ist die 2. Staffel von Dwarf Fortress. Also sobald Grimrock zu Ende ist, könnt ihr Dwarf Fortress sehen. Und das 2. Projekt ist, wie man hier sieht, Baldur's Gate. Also das hier wird sozusagen ein kleiner Vorgeschmack werden, was euch in dem Let's Play erwartet. Aber das Let's Play kommt dann erst, wenn Grimrock abgeschlossen ist. Also, falls ihr, ja, um euch ein bisschen zu foltern sozusagen, um euch Vorfreude zu machen und dann schmoren zu lassen. Ja, also, ich bin mal so gemein, okay. Ja, warum ich jetzt gerade so viel Zeit in Legend of Grimrock 2 investiere, ist einfach der Grund, weil Legend of Grimrock 1 hat mich sozusagen an die Let's Player-Szene rangebracht. Weil damals, als das Spiel rausgekommen ist, habe ich noch gar keine Let's Plays überhaupt angeschaut. Dann bin ich bei Steam auf das Spiel gestoßen und wollte wissen, wie das Spiel sich so spielt, also wie es vom Gameplay her ist. Also habe ich bei YouTube gesucht und bin auf meinen ersten Let's Player gestoßen. Und damit auf mein erstes Let's Play.
Hab mir dann angefangen, die Let's Plays von dem Let's Player anzusehen und dann irgendwann selber Lust drauf bekommen und so ist das halt geschehen. Also ist mein Legend of Grimrock 2 Let's Play sozusagen eine Ehrung an Legend of Grimrock, was mich zum Let's Player gemacht hat. Sozusagen. Deswegen hat Legend of Grimrock 2 jetzt gerade den Vorrang, aber dafür geht es ja auch dann schneller rum, wenn ich mich nur auf das eine Projekt konzentriere. Nachher die zwei Projekte werden halt etwas länger anhalten. Gut, das war's zu den News. Wir wollen jetzt mit Baldur's Gate beginnen. Deswegen sage ich nochmal, hallo meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Baldur's Gate. Und zwar inklusive Tales of the Sword Coast, also die Legenden der Schwertküste. Das ist das Add-on dazu, was ins Spiel selber rein integriert wurde. Also es kommt eine neue Stadt, ist eine neue Stadt dazu gekommen durch das Add-on und mehrere neue, sehr schwere Gebiete. Ja, kurz zur Info, Baldur's Gate ist die Mutter aller Rollenspiele, beziehungsweise aller Taktik-Rollenspiele, sagen wir es mal so. Die Mutter aller Rollenspiele könnte man fast sagen, ist Diablo. Obwohl, ich bin mir gar nicht mal so sicher, was älter ist, Diablo 1 oder Baldur's Gate 1? Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es mir unbedingt sagen müsst. Aber auf jeden Fall gehört Baldur's Gate zu einem der ersten richtigen Taktikrollenspielen, die nicht voll rundenbasiert sind vor allem. Das war ja damals das Tollste an dem Spiel, weil vorherige Taktikrollenspiele immer rundenbasiert waren oder hauptsächlich. Gut. Wie man sehen kann, Baldur's Gate ist von BioWare entwickelt worden. Also eigentlich von BioWare und Black Isle. Das ist das heutige Obsidian, wenn man es genau wissen will. Da ist übrigens das Logo von Black Isle. Also die Logos sind hier alle versteckt. Hier BioWare, hier TCP. Wobei ich gar nicht mehr weiß, welche Rolle TCP gespielt hat. Und garantiert ist ja auch irgendwo Wizards of the Coast versteckt. Das sind nämlich die, ich will nicht sagen Publisher, sondern die Lizenzinhaber der Dungeons & Dragons Regeln. Ja gut, genug geredet. Nochmal sei gesagt, Baldur's Gate, also vor allem Baldur's Gate 2 ist unerreicht, das Spiel. Das hat nicht mal Dragon Age Origins geschafft, meiner Meinung nach, das Spiel zu toppen. Aber macht euch selber ein Bild davon. Wir beginnen jetzt das Spiel und zwar ein Einspielerspiel. Und ja, es gab damals sogar schon Mehrspielerspiele. Und beginnen ein neues Spiel. So, die Charaktererstellung. Das ist das Wichtigste erst einmal und das Zeitaufwendigste im ganzen Spiel. Also für das Let's Play habe ich mir überlegt, mal was Besonderes zu machen. Da ich Baldur's Gate schon so oft gespielt habe, beziehungsweise Vergessene Reiche spiele, davon gibt es ja mittlerweile. Also ich kenne 8, wenn ich Tempel des Elementaren Bösen, Tempel of the Elementary Evil dazu zähle, wobei ich das nie so wirklich gespielt habe. Aber ja, ich habe schon einige von diesen Spielen gespielt und habe mich da auch schon teilweise auf bestimmte Klassen eingeschossen, sag ich mal, also die ich besonders gut kann und kenne. Und die möchte ich euch dann halt für das Let's Play nicht antun, sondern etwas Besonderes machen. Und um es noch ganz besonders zu machen, werde ich das erste Mal in einem Vergessenen Reiches Spiel einen weiblichen Charakter spielen. Ja, wenn schon außergewöhnlich, dann gleich von Anfang an ganz. Weil sonst habe ich immer männliche Charaktere gespielt, ganz nach meinem Sinne. So, also weiblich. Außer bei Icewind Daytime, weil man da eine ganze Gruppe erstellt, sei hinzugefügt. Gut, also Geschlecht ist ausgewählt, jetzt dürfen wir uns ein Porträt aussuchen. Da ich einen Menschen spielen möchte, sind schon mal Spitzohren raus. Fällig. Ich zeige euch mal kurz die Porträts. Es gibt nicht viel in Baldur's Gate 1. Und die meisten sehen auch ein bisschen, naja, aus. Hexenmeisterin.
Und einige dieser Porträts werden wir sogar nachher als Chars in der Gruppe haben. Deswegen will ich die nicht gerade auswählen, weil ich dann zwei Porträts in der Auswahlleiste habe. Also ja, Baldur's Gate ist ein Gruppenspiel, nochmal zur Erinnerung. Wenn ich die dann doppelt in der Porträtleiste habe, verwirrt mich das vielleicht noch während des Let's Plays. Deswegen nehme ich einfach mal sie. Da ich vorhabe, also das erkläre ich gleich, was für eine Klasse ich spielen möchte. Also wir müssen Geschlecht, Rasse, Klasse und dann die Sondereinstellungen, die bei die Dungeons & Dragons regelkonformen Einstellungen machen. Übrigens, Baldur's Gate 1 benutzt das Regelwerk, das erweiterte Regelwerk von 2.0. So, also Geschlecht weiblich. Porträt haben wir ausgewählt. Rasse will ich erst einmal einen Halbelfen. Ich will einen Menschen spielen, habe ich ja gesagt. Aber ich will euch kurz mal etwas zeigen. Und zwar Klassen. Und ja, ich werde ein bisschen erklären, weil für die, die sich nicht mit dem Regelwerk und dem Spiel auskennen. Also es gibt drei große Kategorien von Klassen. Das sind einmal die Kämpfer, also Kämpfer, Waldläufer, Paladin, diese drei. Die Zauberer, Kleriker, Druide, Zauberkundige. Und die Spitzbuben, Dieb und Barde. Dann gibt es noch die Magiespezialisten, das sind also Zauberkundige, die sich auf bestimmte Schulen spezialisiert haben. Die haben den Vorteil, dass sie mehr Zauber wirken können, aber sie können Zauber bestimmter Schulen nicht benutzen. Also jede Zauberschule hier hat ein Gegenstück, dessen Zauber sie nicht benutzen können. Also ich glaube, Nekromant kann natürlich Nekromantie-Zauber, die heißen auch so. Selbst normale Heilung fällt unter Nekromantie, lustigerweise. Die können, glaube ich, keine Beschwörungszauber. Da müsste ich im Handbuch nachgucken. Aber Magier spiele ich eh nicht so gerne. Habe ich eigentlich noch nie gespielt. Ich möchte als Kämpfer beginnen, aber als Mensch gibt es eine Besonderheit. Also es gibt einmal eine Besonderheit als Halbmenschen, also Halbling und Halbelf, gibt es das sogenannte Mehrklassig. Das will ich mal kurz an. Da kann man hier, hat man hier schön die Liste der mehrklassigen Charaktere. Also man kann zum Beispiel eine Kombination aus Kämpfer und Dieb sein, Kämpfer und Kleriker, Kämpfer Zauberkundiger und so weiter. Kann man sogar alles lesen. Also der Kämpfer Dieb nutzt die Fähigkeiten eines Diebes und eines Kämpfers, aber wenn er mehr als einen beschlagenen Lederwams trägt, kann er keine Diebesfähigkeiten einsetzen. Also ja, Diebesfähigkeiten wie Schlösser knacken, Fallen entschärfen. Übrigens mal ganz kurz die einzelnen Klassen durcherklärt. Kämpfer ist der Standardkämpfer, wie man sagt. Also es heißt absichtlich Kämpfer und nicht Krieger, weil er halt ein Waffenspezialist ist. Also er kann gut austeilen und einstecken, hat aber sonst keine Besonderheiten. Das heißt, er ist nicht so vielseitig insgesamt. Er ist halt entweder als guter Nahkämpfer oder guter Fernkämpfer oder vielleicht sogar beides. Wenn man das so möchte, ist er gut, der Kämpfer. Dann gibt es den Waldläufer natürlich. Das ist so der Naturbursche, der sich gerne auf Bogen oder Schwerter spezialisiert. In Baldur's Gate 2 benutzt er gerne zwei Waffen, also zwei Nahkampfwaffen, wie zwei Schwerter zum Beispiel. In Baldur's Gate 1 gibt es den Dual-Skill, nenne ich es mal, noch gar nicht. Paladin ist der heilige Kämpfer, also der kann ein paar heilige Sachen wie Böses entdecken und Hand auflegen. Also nicht diese Art von Paladin, die man aus WoW kennt. Diese Paladine hier machen wirklich Schaden und sind auch ziemlich cool. Dann die Zauberkundigen natürlich. Kleriker tut ja Priesterzauber wirken. Heilung, Segen und so weiter. Also Gruppe, was die Gruppe verstärkt. Oder den Feind schwächt. Druide dasselbe, nur als Naturzauberer. Also der kann dann solche Sachen wie Rindenhaut, was die Rüstung verbessert. Oder Wurzeln oder eine Flammenklinge. Zauberkundiger ist der Arkanzauberer. Ja, der Unterschied ist halt, Kleriker und Druiden benutzen göttliche Zauber, die sie durch Gebete und so bekommen. Storytechnisch gesehen, Zauberkundige lernen halt Zauber durch Arbeit und Wissen.
Das erkläre ich euch dann nachher alles, wenn es mal soweit ist. Dann haben wir den Dieb natürlich. Den braucht man, um eben Schlösser zu knacken, Fallen zu entschärfen. Sollte man also in der Gruppe eigentlich einen immer dabei haben. Und der kann halt auch ganz gut mit dem Bogen umgehen. Halt nur mit einem Kurzbogen. Aber da ein Dieb eh hohe Geschicklichkeit braucht, was gut für Fernkämpfer ist, ist der Dieb halt im Fernkampf am besten geeignet. Oder halt, um Gegner von hinten zu ermeucheln. Und der Barde ist halt so eine Art Mischung aus Zauberkundiger und Dieb. Mit ein paar Extras, der halt auch Bardenlieder hat, die die Gruppe stärken. Naja, so viel dazu. Gut, ich möchte für das Let's Play aber einen Kämpferkleriker machen. Allerdings nicht als Halbelf, sondern... Also ja, hier heißt das mehrklassig. Ich möchte eine sogenannte Klassenkombination machen. Und zwar Mensch, Kämpfer. Man sieht, mehrklassig ist ausgeblendet. Das bedeutet, ein Mensch kann nicht mehrklassig werden. Er kann nur die sogenannte Klassenkombination nutzen. Das bedeutet, ich steige als Kämpfer Stufen auf. Und ab einer bestimmten Stufe entscheide ich mich dann, zum Kleriker zu werden. Das heißt, ich kann nicht mehr als Kämpfer aufsteigen, sondern ich steige ab dann als Kleriker auf. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. So. Als nächstes die Gesinnung. Gesinnung haben wir viel zur Auswahl. Und zwar ist das eigentlich die Art, wie wir sind. Und zwar sieht man hier, gibt es drei gute Gesinnungen, drei neutrale und drei böse. Beziehungsweise drei rechtschaffene, drei neutrale. Also das hier ist neutral, neutral. Aber das klingt komisch, deswegen steht da nur neutral. Und die drei chaotischen. Das erste, also das rechtschaffen, neutral, chaotisch hier, beschreibt die Art, wie der Charakter handelt sozusagen. Also ein rechtschaffener Charakter wird sich immer an die Gesetze halten, die irgendwo herrschen. Sogar ein rechtschaffen böser Charakter. Weil der will halt zwar seinen Willen durchsetzen, ohne Rücksicht, aber er will gleichzeitig keine Aufmerksamkeit erregen. Also hält er sich an die Gesetze oder macht sich eigene. Neutrale Charaktere, die ja halten sich eigentlich meistens aus allem raus oder wenn sie in irgendwas reingeraten, versuchen sie immer die beste Lösung zu finden. Also nicht die, die rechtens ist, sondern meistens die, die richtig ist. Und chaotisch, ja, die machen einfach, was sie wollen. Wenn sie eine Schule anzünden wollen, dann tun sie das eben. Wenn es ihnen Spaß macht. Das machen auch chaotisch gute Charaktere, übrigens. Ja, vor uns steht ein Dieb, der uns ausrauben will. Was macht der chaotisch gute Charakter? Er wirft einen Feuerball nach ihm, der die ganze Stadt anzündet. So ungefähr. Ja, und das Hintere ist das wahre Wesen des Charakters. Also ob er gut ist, also gute Taten vollbringt, ob er neutral ist, sich also raushält, wenn möglich. Oder ob er böse ist, das heißt nur für sich selber lebt und andere ausnutzt. Für unseren Fall nehmen wir neutral gut. Kann ich mal kurz vorlesen. Diese Charaktere glauben, dass ein Gleichgewicht der Kräfte zwar wichtig ist, aber die Spannungen zwischen Gesetz und Chaos nicht von der Verwirklichung des Guten ablenken sollten. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also, er versucht immer den Idealweg zu finden, nicht das, was das Gesetz sagt und nicht das, was das Chaos sagt. Da das Universum riesig ist und viele Wesen beheimatet, die nach unterschiedlichen Zielen streben, kann das entschlossene Streben nach Gutem das Gleichgewicht nicht beeinträchtigen, sondern es eher stützen. Wenn der Dienst an der guten Sache bedeutet, die organisierte Gesellschaft zu unterstützen, dann muss das getan werden. Wenn das Gute nur erreicht werden kann, indem die vorhandene soziale Ordnung gestürzt wird, dann soll es so sein. Die soziale Struktur an sich hat für sie keinen eigenen Wert. Ein Baron, der die Befehle seines Königs missachtet, um etwas zu zerstören, das er als böse ansieht, ist ein Beispiel für einen neutral guten Charakter. Also ja, auch
Revolutionäre, die gegen einen Tyrannen vorgehen, können neutral gut sein. Und wir wählen neutral gut. So, jetzt kommt das Lustigste, die Attribute. Wir haben 6 Attribute, die wir brauchen. Oder nicht, auch nicht brauchen. Und die können wir beliebig steigern. Je nachdem, wie wichtig das Attribut für uns ist, können wir es auf 3 bis 18 Punkte steigern. Also die meisten sind für einen Kämpfer so gesehen uninteressant. Beziehungsweise nicht ganz so wichtig. Wie man sehen kann, nur Stärke ist wichtig. Für einen Kleriker nachher brauchen wir Weisheit. Und da gilt jetzt die Regelung, wir brauchen 15 Stärke und 17 Weisheit, um ein Kämpferkleriker zu werden. Mindestens. Was wir aber auch noch brauchen, also Stärke sollten wir auf jeden Fall 18 haben, dass wir ordentlich zuhauen können. Konstitution sollten wir auch ziemlich hoch haben, weil der Kämpfer kriegt einen schönen Bonus auf sein Leben durch Konstitution. Weisheit müssen wir hoch haben, wie ich gesagt habe, auf 17 mindestens. Und Charisma, weil wir ja ein Anführer sind, möchte ich auch gerne auf 18 haben. Und Geschicklichkeit auf 15, dass wir wenigstens öfter mal treffen und besser ausweichen können. Da wir ja meistens an der Front stehen. So, und dazu können wir hier unten einfach den Wurf wiederholen. Wie man sehen kann, würfel ich gerade schöne Zahlen raus. Also die Zahlen ändern sich hier immer. Die werden jede für sich einzeln ausgewürfelt. Also bei Stärke wird eine Zahl zwischen 9 und 18, bei Geschicklichkeit zwischen 3 und 18 und so weiter ausgelotst. Und ja, wir brauchen, habe ich ausgerechnet, insgesamt 35 Punkte für den Charakter, den ich möchte. Also wenn ich hier alles auf 10 reduziere, ich möchte nämlich alles auf 10 behalten, mindestens, weil 10 ist der Durchschnittswert, also nicht 0 ist der Durchschnittswert, sondern 10, also was man unter 10 ist, ist man halt schlechter. Also wenn ich jetzt Intelligenz 10 habe, bin ich nicht klug, aber ich bin auch nicht dumm, ich bin einfach normal. Anders wäre es halt, wenn ich 0 Intelligenz habe, dann würde ich sabbern und könnte nichts anderes tun. Deswegen gibt es halt auch, ist halt auch 10 der neutrale Wert und nicht 0, weil wie kann man minus 5 Intelligenz haben oder minus 5 Stärke? Bei 0 Stärke kann man sich schon nicht mehr bewegen eigentlich. So, das heißt, ich brauche sehr wohl gute Werte hier und man sieht, das kann etwas dauern. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen Zeit raffern und wenn es dann doch zu lange dauert, werde ich schneiden. Also ja, ich werde so gucken, dass ich vielleicht höchstens eine Stunde Zeit raffer und danach ja, dann rausschneide, bis ich die perfekten Werte zusammen habe. Also bis ich hier oben 35 Punkte stehen habe. Was ein bisschen dauern könnte, weil wie man sieht, sogar bei dem Wurf, wo ich einmal 18, einmal 16, einmal 17 gewürfelt habe, habe ich nur 22. Da fehlen mir noch ganze 13 Punkte. Also eigentlich dürfte nichts unter 15 sein, damit ich einen guten Wurf habe. Und ja, ich möchte einen guten Wurf hinbekommen. Also die Attribute einigermaßen gut setzen. Auch wenn das dann eine Weile dauert, hier die richtigen Werte auszuwürfeln. Andere haben halt so das Schema, sie würfeln dreimal und nehmen dann halt den besten Wert davon. Das mache ich normal, so was ähnliches mache ich normalerweise auch. Also ich bin nicht ganz so ehrgeizig, wie ich jetzt im Let's Play bin. Aber ich habe da so meine Gründe. Zum einen, Baldur's Gate ist schwierig. Also Baldur's Gate ist kein einfaches Spiel, das hat schon Dark Souls Niveau. Beziehungsweise Dark Souls hat Baldur's Gate Niveau. Aber ja, da möchte ich nicht mit einem Lulatsch Charakter rumlaufen, der gerade mal auf Stärke und Weisheit gut getrimmt ist und dann nichts kann. Dauernd stirbt. Weil wenn der Hauptcharakter, also mein Charakter, den ich gerade erstelle, stirbt, ist Game Over. Dann heißt es Neuladen. Was immer ein bisschen ärgerlich sein kann. Aber auch nicht schlimm. Gut. Wie gesagt,
Ich würfle jetzt hier ein bisschen aus, bis ich die Werte so habe, die ich möchte. Also da sollten alle Werte mindestens über 10 liegen, am besten auf 5, auf über 14. Und ja, das kann eine Weile dauern. Deswegen sage ich mal, bis gleich.
So, ich melde mich mal wieder zurück, ganz krampfhaft, nachdem ich jetzt über eine Stunde schon ungefähr gewürfelt habe hier. Und selbst dieser Wurf hier passt nicht ganz, es fehlen genau 2 Punkte, wenn ich das mal zeigen darf. Mal wieder. So, hier hatte ich schon ein paar. Ja, fehlen genau 2 Punkte. Gut, deswegen würde ich sagen, weil meine Augen schon ein bisschen wehtun von dem Würfeln und auf die Zahlen glotzen, mache ich hier mal kurz eine Pause und würfel dann offscreen weiter. Und wenn ich dann 35 Punkte, also hier oben jetzt 35 stehen habe, bei 10, dann melde ich mich wieder. Und nein, ich werde jetzt nicht offscreen irgendwie cheaten oder so. Das mache ich nicht. Ich werde ganz fair würfeln. Versprochen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe es zum Glück endlich geschafft, die Punkte richtig zu setzen. Beziehungsweise die Punkte rauszuwürfeln, die ich wollte. Also, 35 Punkte haben wir. Davon kommen jetzt erstmal 18 in Stärke. Oh, sogar 1864. Also ja, bei Kämpfern gibt es den sogenannten Stärkebonus, der von 1 bis 100% geht, also doppelt 0 wären 100%. Und jeweils 25%, also ein Viertel, macht den Krieger und Kämpfer stärker. Also gibt ihm einen Bonus auf Schaden, Treffer und auch aufs Gewicht. Geschicklichkeit wollen wir auf 5 bringen. Dadurch kriegen wir eine etwas bessere Rüstungsklasse, also ab 15. Kriegt man wenigstens etwas bessere Rüstung. Konstitution wollen wir auf 17 bringen. Kämpfer haben nämlich im Gegensatz zu anderen Klassen den Vorteil, dass sie bei hoher Konstitution Bonus-Lebenspunkte kriegen. Und wenn sich die Konstitution steigt, dann kriegen sie die Punkte noch nachgetragen. Also können wir so für die ersten Level doppelte Lebenspunkte-Bonus kassieren. Weil als Kleriker können wir, nachher nur 2 Punkte für die Konstitution, egal wie hoch sie ist. Als Krieger kriegen wir jetzt im Augenblick 3 Punkte und wenn wir auf 18 sind, kriegen wir 4 Punkte und die sogar nachgetragen, was ganz nett ist. Und ja, normalerweise kann man die Attribute nicht mehr steigern, nachdem man sie einmal festgelegt hat, aber im Baldur's Gate 1 gibt es bestimmte Bücher, die sind einmalig und sehr schwer zu finden teilweise, die bringen einen Attributspunkt jeweils. Also für jedes Attribut gibt es genau ein Buch. Also eins für Stärke, eins für Geschicklichkeit und so weiter. Nur für Weisheit gibt es 3 lustigerweise. Und ich weiß doch, wie man alle 3 kommt. Ja. Intelligenz bleibt auf 10, weil das brauchen wir eigentlich nicht. Weisheit brauchen wir wie gesagt 17, damit wir zum Kleriker werden können. Und ja, ich habe gerade gesagt, es gibt 3 Bücher, um das zu steigern, aber die kriegt man verhältnismäßig spät im Spiel. Und ich will so mit Stufe 5 oder 6 zum Kleriker aufsteigen. Und da ich das ganze Rollenspielen möchte, will ich nicht einfach jetzt mal sagen, oh, ich bin kurz vor Level 5, ich wasche jetzt mal durch und hole mir das Buch. Sondern ich will die Bücher so kriegen, wie sie auf mich zukommen. Und der Rest in Charisma, damit wir zum einen bessere Preise kriegen in den Kaufhäusern, aber auch besondere Begegnungen und Gespräche freischalten. Das macht das ganze Spiel nochmal ein bisschen interessanter und bringt uns auch mehr. Und außerdem sollte man als Anführer immer schön charismatisch sein. Übrigens bedeutet charismatisch nicht unbedingt, dass man wunderschön ist. Obwohl das bei einer Frau... Nein, ich sage lieber nichts dazu. Ja, wie es hier steht, es ist die Überzeugungskraft, die persönliche Ausstrahlung und Führungseigenschaften eines Charakters. Und als Anführer der Gruppe, also als Hauptcharakter, ist das schon sehr wichtig, dass man hohen Charisma hat. So, fertig. Mit den Attributen. Fähigkeiten. So. Und hier geht's jetzt los. Einer der Gründe, warum ich so lange gebraucht habe, um die Attribute auszuwürfeln, also warum ich die unbedingt so haben wollte, ist, um meine Gleichheit zu kompensieren. Nämlich, wenn wir nachher auf Kleriker umwechseln, können wir theoretisch nur noch stumpfe Waffen, Geschosswaffen und spitze Waffen benutzen. Also Morgensterne, Flegel, Hämmer und Keulen und Schleudern.
Also die restlichen Sachen, die uns als Kämpfer eigentlich was bringen, die können wir nicht mehr benutzen. Also Schwerter und so weiter. Weil Kleriker sich im Baldur's Gate 1 und 2 halt an den Glauben halten, dass sie keine Waffen benutzen dürfen, die Blut verspritzen. Obwohl man mit einer stumpfen Waffe einen Schädel einschlagen kann. Ja. Deswegen wähle ich großes Schwert und stumpfe Waffen als meine beiden Professionen. Also ich kann 4 Punkte verteilen, maximal 2 Punkte am Anfang. Und ich gebe denen große Schwerter. Das sind lange Schwerter, Bastardschwerter und zweihändige Schwerter. Damit ich am Anfang wenigstens etwas die Schwerter benutzen kann. Und nachher switche ich dann halt auf Streitkolben, auf einen Kriegshammer um. Ja, zu bedenken ist noch, wenn man auf den Kleriker wechselt, darf man neue Punkte vergeben, weil kurzzeitig der Kämpfer, bis man mit dem Kleriker eine höhere Stufe erreicht hat, als mit dem Kämpfer, die Fähigkeiten des Kämpfers deaktiviert sind. Das heißt, stumpfe Waffen, 2 Punkte ist dann nicht mehr. Und ich darf halt 2 neue Punkte verteilen, aber nicht in stumpfe Waffen. Das erkläre ich euch aber dann noch alles, wenn es soweit ist, im Spiel. So, fertig. Aussehen. Ja, etwas anzüglich sieht das hier aus, unser Charakter. Den wollen wir ein bisschen bearbeiten. Ihre Haare etwas auffällen. Ihre Haut ist okay. Die Hauptfarbe hätte ich gern dunkelblau, die Nebenfarbe hellblau. Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe. Und damit fertig. Jetzt dürfen wir noch eine Stimme auswählen. Es gibt eine Standardstimme. Die klingt mir jedoch etwas zu aggressiv. Jetzt müssen alle dran glauben. Die klingt mir zu sehr nach Tod. Ihr werdet nicht mehr lange leben. Und die gefällt mir auch nicht. Die zweite gefällt mir am besten. Euer Leben liegt in meiner Hand. Und ja, man könnte theoretisch auch die männlichen Stimmen benutzen. Ihr werdet alle sterben. Es ist aus. Ihr werdet sterben. Die dritte finde ich immer auch am tollsten. Jetzt gibt's gleich Mächtig eins auf der Rübe. Jo, Mai. Ich zeig denen schon, wo es lang geht. Ich finde die dritte Männerstimme so genial. Aber nee, zweite Frauenstimme. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Genau. So, jetzt fehlt nur noch der Name. Das ist unsere gute Talisa. Wie ich schon mal, glaube ich, in meinem Anfang vom Dark Souls 2 LP angesprochen habe, habe ich ja drei weibliche Charaktere. Einmal Talisa, die Kämpferin, / Klerikerin. Dann, beziehungsweise eigentlich ist sie meistens Kämpferin. Dann Silastra, meine Waldläuferin, / Druidin. Und Elana, meine Magierin, / Klerikerin. Aber für diesen Fall entscheide ich mich dann halt für Talisa, weil das passt dann immer noch am besten. So, das war die Charakterstellung. Hat ja nur 3 Stunden gedauert, die Attribute auszuwürfeln. So, dann gibt es jetzt erst einmal wieder einen kurzen Cut. Denn das war's für die erste Folge. Für die erste Folge wollte ich nur mal die Charaktererstellung machen. Und wie gesagt, die Ankündigung, die ihr vielleicht auch übersprungen habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich auf Einverstanden klicke und wir ins Spiel starten. Also, bis gleich.